Liebe Bürgerinnen und Bürger, in der Ratssitzung am vergangenen Mittwoch standen viele Punkte auf der Tagesordnung, die für ein besseres Lernumfeld für unsere Kinder sorgen werden. Das Förderprogramm Gute Schule 2020 der Landesregierung soll auch in unserer Stadt so schnell wie möglich umgesetzt werden. Deshalb wurden insgesamt 23 Maßnahmen beschlossen, um die Schulgebäude wieder fit zu machen und die digitale Infrastruktur zu verbessern. 35 Millionen sind beispielsweise für die Gesamtschule Bockmühle in Altendorf vorgesehen. Für das Berufskolleg Mitte 10 Millionen Euro, genauso wie für die Tiegelschule im Nordviertel. Die offenen Ganztagsangebote an Grundschulen und Förderschulen werden konsequent weiter ausgebaut. Mit dem Ratsbeschluss gibt es jetzt grünes Licht für 24,5 neue Gruppen. Mit den jetzt zusätzlich finanzierten Plätzen können wir Eltern mehr Betreuungsangebote für ihre Kinder bieten. Außerdem auf den Weg gebracht ist das Schultoiletten-Sanierungsprogramm. In diesem Jahr werden 11 Anlagen an Grundschulen im gesamten Stadtgebiet saniert. Für die Schule am Hellweg in Horst, die Dirgard-Schule in Holsterhausen, die Hölting-Schule in Berge-Borbeck oder die Ludgeres-Schule in Werden stehen knapp 1 Million Euro zur Verfügung. In 2018 werden 12 weitere Schulen in Angriff genommen. Was wurde noch beschlossen? Auf Vorschlag der Verwaltung wurde weiter die Anzahl der städtischen Tochtergesellschaften reduziert. Auch wurde beschlossen, den Aufsichtsrat unserer Gesellschaft EVB aufzulösen. Diese kümmert sich aktuell um unsere Wochenmärkte.